Oh moin Leute, und ich begrüße euch zu diesem neuen Warhorse-Video. Im Prinzip ist es gar kein richtiges Warhorse-Video. Ich werde eine richtig coole Sache eben mit euch auf meinen Boa packen. Ich habe in letzter Zeit wieder einen Boa gezogen. Ich hatte davor auch schon einen anderen Boa. Ist gar nicht so schlecht, finde ich, als schwerer Roboter jetzt momentan für meine Dragoon, bis ich den, warum komme ich jetzt? Inquisitor. Na klar, Inquisitor habe. Inquisitor wird jetzt ja noch ein bisschen dauern, aber trotzdem, ansonsten werde ich mir vielleicht einfach noch Leo holen, denn Leo 3 mit Magnum einmal Dragoon ist auch ziemlich stark. Trotzdem werde ich aus meinem Bohren eine Tara und eine Dragoon rüsten, aber bevor das Video losgeht, wollte ich nur sagen, dass ich jetzt von Freitag bis Sonntag auf der Schule bin, was die Schule bewerben ist. Ein Wettbewerb und ein Wettbewerb auf Selbstbewerb, wo unsere Schule mitfährt. Wir sind im Deutschlandfinale. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Teams sind. Sind, glaube ich, so unter 20 sollten das sein. Und es ist ehrlich gesagt schon ziemlich krass. Und wenn wir es schaffen, sind wir im Weltfinale in Thailand, fliegen wir dann hin. Das wäre krass. Auf jeden Fall kommt dann dieses Wochenende jetzt kein Video mehr. Deswegen wollte ich dieses Video eben schnell aufnehmen. Oh, 100 Gold. Ja, Gold ist momentan für mich nichts Besonderes. Ich habe gut 5000, fast 6000. Also Gold habe ich momentan en masse. Aber jetzt zu dem Video. Es gibt momentan wieder den treuen Helfer als zu gewinnen bei diesem, wo man immer so ein bisschen Glück haben muss, was für mich eigentlich kein Glück ist, außer bei einer Gast, wo man eigentlich die Teile schon geschenkt bekommt. Auf jeden Fall werde ich dann da jetzt erstmal nicht benötigen, denn wie ihr jetzt hier schon seht, unter Aufwahrung ist ganz oben die Dragoon mit 1259 Bauteilen. Ich habe mich so hart gefreut, als ich die hatte. Und schaut mal, das ist hier ganz schön geil mit den Waffen da oben und darunter. Ist auch alles klar. Speck habe ich auch nie von viel und Hedge, aber wird nie kommen. Vielleicht wird irgendwann Decker mit dem Filter, Specter und Hedge. Aber Leute, das wird nicht kommen. Nicht mehr in diesem Jahr, nicht mehr nächstes Jahr. Also, da muss ich mich gar nicht mehr drauf einstellen. Aber jetzt wieder zum Boa. Nathan. Weg mit dir. Gegen die Dragoon. Dragoon, ja, aufrüsten kann ich nicht. Ich habe momentan meinen Fujin in Verbesserung. Fujin finde ich echt auch so übertrieben krass, aber ja, keine Ahnung. Dragoon, ich freue mich. Level 1 trotzdem. Richtig geil. So, dann mache ich noch eine Taran drauf. Dann habe ich einfach Energiewaffen jetzt dran. Ich würde hier mal aufrüsten und nicht auf Ausrüsten, keine Ahnung, egal. Ich habe voll viele Orkans, die ich nicht benutze. Wie teuer wäre Fox? Ich glaube 750, ne? Ne, ich schaue jetzt mal, wie ich damit spiele, ob ich den dann am Spielen behalte oder auch wechsle. Aber wie viel macht die Dragoon Schaden? 3010. Auch auf Level 1, und ich werde die mindestens auf Level 8 machen, auch wenn das auf Level 8 teurer sein wird. Auf jeden Fall werde ich dann jetzt für mich schon mal einen persönlichen Kampf machen und dann wir nach dem Wochenende dann auch mal mehr Kämpfe kommen. Ja, habe ich dann die Dragoon mit freigeschaltet, waren halt nur noch die 200 Punkte, die mir gefehlt haben. Das ist knapp im Limit. Ansonsten wäre es jetzt gewesen. Und ich sage bis zum nächsten Video, was wahrscheinlich dann Dienstag, Mittwoch kommen wird. Ciao.